Meine Damen und Herren, das war Tango. Viele denken, es ist Leidenschaft und viele zackige Bewegungen, was auch richtig ist. Aber gleichzeitig beim Tango haben wir natürlich viel, ja, Momente, wo wir zart miteinander sein dürfen, wo wir Intimität verkörpern und vertanzen. In Tango, wenn man Argentino macht, dann sind sehr viele Flicks, sehr viele Bodenverbindungen und die Köpfe sind nah aneinander. Und wenn man macht Turniertanz-Tango, das ist Staccato und weich Legato. Und wir unterscheiden vor allem beim Tango zwischen Tango International und Tango Argentino. Beim Tango International haben wir eine Tanzhaltung, wo wir die Arme oben halten. Und den argentinischen Tango, den tanzen wir als eine Einheit sehr nah aneinander. Mm. Das ist der größte Unterschied. Sag nochmal, sehr nah. Sehr nah. Der Tanz ist anders als alle anderen Standardtänze, weil der hat sogenannte Flick-Aktion in den Beinen. Das sieht so aus, ich baue auf und dann release ich das Ganze sozusagen, pum. Und dann kommt der nächste Schritt, release. Und der nächste Schritt. Und in den anderen Standardtänzen, wie langsamer Walzer und so weiter, haben wir viele geführte Schritte. Also Tango und Quickstep sind die einzigen Tänze, wo man die Füße vom Boden abheben darf, aus dem Standardbereich. Ich mag, wenn Malika Tango erklärt. Ja. Und tief, ganz tief müssen wir bleiben. Also ganz und tief Gefühle. Im Keller. Tango tanzen wir im Keller. Und was? Leidenschaft und Gefühle.